Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 13. Dezember 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Aktienindizes an der Wall Street beendeten den gestrigen Handel überwiegend im Plus. Der S&P 500 stieg um 0,46, der Dow Jones um 0,48 und der Nasdaq um 0,70%. Der Small Cap Index Russell 2000 war mit einem Minus von 0,1% der Nachzügler. Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute gemischt gehandelt. Der japanische Nikkei und der australische S&P ASX 200 legten um 0,3% zu, der koreanische Kospi fiel um 1% und der indische Nifty 50 notierte 0,6% niedriger. Die Indizes aus China wurden 0,8 bis 1,8% niedriger gehandelt. Die DAX-Futures deuten auf eine mehr oder weniger unveränderte Eröffnung der heutigen europäischen Kassensitzung hin. Der argentinische Wirtschaftsminister kündigte eine Abwertung des Peso auf 800 pro US-Dollar an, was einem Rückgang von mehr als 50% entspricht. Darüber hinaus wurden die Steuern auf Exporte abgeschafft und die Subventionen für Energie und Verkehr reduziert. Das australische Finanzministerium rechnet nicht damit, dass der Verbraucherpreisindex das Ziel von 2,5% vor 2025-2026 erreicht. Die Asiatische Entwicklungsbank erhöhte die Wachstumsprognose für das chinesische Bruttoinlandsprodukt für 2023 von 4,9 auf 5,2%, während die Prognose für 2024 bei 4,5% belassen wurde. Der gestern Abend erschienene API-Bericht deutet auf einen Rückgang der US-Ölvorräte um 2,35 Millionen Barrel hin, erwartet 1,5. Der japanische Tankan-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im vierten Quartal 2023 von 9 auf 12, erwartet 10, während der Dienstleistungsindex von 27 auf 30 kletterte, erwartet 27. Kryptowährungen geben angesichts der allgemein gestiegenen Risikoaversion nach. Bitcoin fällt um 0,5%, Dogecoin wird um 1,2% niedriger gehandelt und Ethereum gibt um 0,7% nach. Energierohstoffe handeln schwächer, Öl fällt um 0,8%. Nach einer kurzen Aufwärtskorrektur steuert Öl aus charttechnischer Sicht auf einen Test der Unterstützungszone bei $72,50 zu. US-Erdgaspreise notieren um 1,2% niedriger. Edelmetalle geben angesichts des erstarkenden US-Dollar nach. Gold und Palladium fallen um 0,2%, Silber wird um 0,5% niedriger gehandelt und Platin gibt um 0,4% nach. US-Dollar und kanadischer Dollar sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während Neuseeland-Dollar und japanischer Yen am meisten nachgeben. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.